Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. Oha, ich hab einen Screen Akt 2 jetzt Gehe da. über den Hügel nach Lut'Golaim. Ich hatte keine Ahnung, welche Schrecken dort meiner harrten. Seid gegrüßt. Okay, ja moin, jetzt haben wir da gelandet in der neuen Stadt. Brauchen das aber Teile und dann können wir zum Grab eintreten. Not bad. Wir haben jetzt einen Würfel, brauchen noch einen Schaft und eine Spitze. Wo die ferne Oase ist, weiß ich noch nicht, und wo die Tempel ist, weiß ich noch nicht. Aber wir gehen jetzt mal kurz alles sortieren. Also, warte jetzt mal zurück. Mit diesem Horadrim-Würfel habt ihr einen wahren Schatz in oh ja, eurem der erklärt's Besitz. Mir gerade. Den Legenden der Horadrim zufolge kann der Würfel er kann einen Stab, Stab zusammenführen. Brauchst du das? Um es zu bewerkstelligen, benutzt den Würfel wie eine Schriftrolle. Wenn sich der Würfel auftut, müsst ihr beide Teile des Stabes darin platzieren und die Verwandlungskraft des Würfels nutzen. Es soll einfach finster werden und der Questlog sagt jetzt einfach: Befragt Drogan zu der seltsamen Dunkelheit. Soll ich das jetzt machen gleich? Ja, mach ich gleich. Drognan. Ich habe diese lange Sonnenfinsternis erforscht und halte sie für das Werk von Klauenwiepern. Findet ihren Tempel unter dem Wüstensand. Und ihr findet möglicherweise die Quelle dieses Fluchs. Also diese Vögel haben da irgendwas mit der Sonnenfinsternis zu tun. So, das heißt, wir sind ja gerade bei der fernen Oase. Und in der Wurmgruft soll ja da. Warte, Stab sein. Schaft. Ja dann. Ey doch. Der was? Der Schaft. Okay. Wieso? Lol, wie witzig das ausschaut. Weil das ein interessantes Wort ist für den Stab. Den Stab, I don't know. Naja, aber es ist nur ein Teil vom Stab. Ich würde bei dem Wort eher an was anderes denken, to be honest. Das kommt noch eine Spitze drauf, dann ist es ein Stab und dann ein Würfel rein. Da liegt der Knorrenstab. Flare up! Drauf, 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 drauf. So, jetzt muss ich aber, was muss ich jetzt machen? Für meinen tollen Shield, war das jetzt geschickt oder Stärke? Ich glaube Stärke. So. Neue Fähigkeiten kann ich irgendwie noch nicht machen, aber ich mache jetzt die Fähigkeit. Wie viel haben wir jetzt? Plus 9. Gefühlt gleich viel wie vorher, außer ich vorher falsch gelesen. Ich bin überladen. Zacker See. Na, ich war nicht da. Ich bin überladen. Tor. Was ist immer für so Gatschwand? Door. Liegt Eier. Ich denke, wir sind jetzt wieder am Anfang. Nein, sind wir nicht. Hinten geht's auch weiter. Irgendwo muss man halt immer zuerst gehen, ne? Gefühl direkt ist jetzt aber mehr. Das holt's ja. Alter, das macht Damage. Was macht das so ein Damage? Alter, ich komm nicht ganz hin. Ich rauf weglaufen. Philipp stackt mich. Alter, das stellt mir jetzt so echt lustig vor. Weglaufen? Wir sind da so ein Wurm. Höhlen. Da passt irgendwie nur einer durch.
delicious. Das ist Multiplayer confirmed. Aber zu Diablo zu 8, das muss ja überall nur noch leichten, oder? Es gibt ja nicht einmal 8 Klassen. Oh doch. 4, 5, 6, 7, ja fast. Vielleicht gibt es genau 8 Klassen. Da ist die Ebene 2, wo man da schon ist, hier. Oder? Ist egal. Das ist schon offen? Was hast du aufgemacht? Lord, das ist alles violett. Oder golden halt. Alles weggeworfen. Und kann ich das hier nicht nehmen? Das ist für Necromancer. Und der Gürtel macht 4 Verteidigung, 4 Plätze. Wow. Ich tue dann aber trotzdem noch schnell Identität machen, ist ja wurscht. 5 Verteidigung. Ja, verbesserte Verteidigung, bla 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 bla. Ist nicht so gut. Das war eine Flop-Kiste. Aber hast du 3 goldene Items in so einer normalen Kisten? Was einfach da am Dungeon-Anfang steht. Zumindest in der Ebene. Irgendwie kann ich da nicht wirklich helfen. Macht der Bogen hinten mehr. Ja, das stimmt eh. Paladin ist ziemlich broken mit der Aura, vor allem wenn der auf einmal keine Mana-Kosten hat. Ja moin, das ist halt, das wäre halt so 8, halt echt hilarious. Es ist zu zweit schon anstrengend. Alle Items aufzuheben. Ja, das schaust du auch zur Zeit nicht. Wenn du dann auf Supergrinder machst, kannst du jede 5 Minuten in die Stadt warten. Ja. Alter, sagt das Karabeus, ey. Wow, 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 wow. Die lassen mich gar nicht aus jetzt. Holy. Oh, ey, da ohne Boss werfen ist da gar nichts. Das ist echt das Gefährlichste, wenn die das so einen Lügenkreis machen, Alter. Und die von jeder Seite rein geschlagen halt. Ich fühle mich jetzt viel stärker. Okay. Dann sagst du halt, stopp, ich fühle mich belästigt und dann lass ich mich hier runter. AT4 oder einfach, oder? Dann gehört der Dark of Imperial. Ha! Geschlossene Tür, hast du jetzt gesehen? Ha! Immer schnell weglaufen. Oha, ich hab schon die Ebene 3 angefunden. Ich glaube, ich bin ziemlich froh. Ich glaube auch. Yes. Etage 3. Ebene 3. Der Wolf schaut einfach genauso aus wie der Hintergrund. Ha, die Wolf. Oder auch nicht. Wow. 10% extra Gold, das ist gar nicht so schlecht. Musst du nur weit ausgehen, dann kann ich da ausgehen. Alle noch der Reihe. Seine Schlangen. Abstand halten bitte. Alter, was ist er für einer? Das ist ein Big Mama. Oh mein Gott, Kalb um der Gräber. Ganz schnell kaputt machen. Der macht gerade dann gar nichts.
Uah. Schnell geht rufen. Uah. Ist es denn besser oder schlechter? Ich weiß es nicht. Da gehen wir nur Alt. Alles und zwei Königstäbe droppt. Unmöglich. Eigentlich hätte er Schaf drinnen sein sollen. So. Irgendwie ist da gar nichts weitergegangen, aber ist okay. Du hast da noch einen Stab. Glaube ich. Zum Aufhören? Ja, ich glaube schon. Und dann darfst du es hinten gegangen, ihr Renner. Unmöglich. Ich kann nicht. Und eigentlich auch. Die Kiste glitzert dann noch. Hehehe. Das. Ah, die ist offen, habe ich sie gesehen. Okay. Haben wir die Etage schon geschafft? Oder ist... Da geht es noch komplett weiter. Ja. Wenn du praktisch neben dem Teleportstein stirbst. Ja. Praktisch, oder? Einer links und einer rechts. Ja, doppelte Power. Ich bin das noch nicht aktiviert, richtig. Was du nicht aktiviert hast, dann ist nicht geil. Bei mir ist ein Raum voller Skarabäus. Und ich bin fast hin. Skarabäen. Ich kann nicht noch mehr schlagen. Alter, der macht dann. Schock, der geht durch den ganzen Raum fast. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich bin überladen. Da lauert das Kind, da der Falken der Lebensreck-Buff. Ich bin überladen. Der Bär war Lebensreck-Buff. Ich kann nicht noch Hey, der kommt her und nimmt den besten Drop. Und haut ihn dann raus, so wie. 4.13, der ist nicht einmal gut. Schnell schlecht, Marika. Was brennt da auf einmal? Da ist ja noch eine dupe Kiste. Ich bin überladen. Da. Da stecken sich die Monster da in den Gängen. Ist der irgendwo oben gut? So. Ich glaube, wir haben's. Ich würde behaupten, wir haben's. Was ist da wirklich in der Bossraum? Ja. Also auf der Map funkelt das. Lore, jetzt verstehe ich das. Ich hab Porter gemacht, oder? Yes, yes. So, der hat jetzt einen. Der Stab der Könige. Also, ihr erstaunt mich. Naja, ja. Das, ihr ja, habt das den Schaft eines Horadrim-Stabs gefunden. Ich gehe davon aus, ihr wisst, wie man einen Horadrim-Würfel benutzt, um Schaft und Spitze zu verbinden. Wie war das? Ein Riesenklatschen und Extracten. Yes. Er meint, ihr wisst, wie man den Schaft und die Spitze verbindet. Ja, aber wir haben ja gar keinen noch. Ja, aber das ist extra gut, das kannst du haben. Ich hab das nicht so verblotzt für den ganzen Spaß. Das ist aber eigentlich ein super Ding eigentlich. Mein Ding ist nämlich voll, weil die Geteilten nicht mehr gehen. Ah, Mond, genau. Wir brauchen drei Teile, gell? Ja, ich würde das einlagern, glaube ich. Außer also, wir wollen da mit vollen Equipment rumlaufen. Drei Teile.
Den alten Dunsel müssen wir dann auch mitnehmen bei der vergessenen Stadt. Der wird wahrscheinlich eh nicht so groß sein. Eigentlich müssen wir noch zurückgehen für den anderen auch mitnehmen. Ich verstelle, ist es nach Akt 2 vorbei, da kannst du wirklich alle spielen. Ich hab keinen Plan. Mich wundert es überhaupt, dass man Akt 2 spielen kann. Ich hätte auch gedacht, ich hätte gedacht, das ist so ein Multiplayer-Tech-Beta, von wegen sind unsere Server stabil genug. Und halt natürlich auch, was jede Beta halt automatisch ist, wenn halt irgendwer offensichtlich Bugs auftreten, ne? Ja. Aber für mich heißt Multiplayer-Beta, wir stresstesten unsere Server. Das heißt ja, sicher so eigentlich, mehr oder weniger. Aber scheinbar haben sie sich gedacht, es geht besser, wenn alle Akte spielen. Müssen wir schon durchgrinden. Spiel durch, Spiel bauen, aber glaub nicht. Kaffee trinken, brauchen wir uns einen Kaffee. So, danke, Battle.net. Ja, 20. bis 22. 72 Stunden, let's go. Was ist das Speedrun von Diablo 2? Der Speedrun von Dark Souls ist glaube ich 30 Minuten oder so. Das ist weird, wenn ich denke, dass ich da gefühlt einen Monat gespielt habe. Ja, aber All Glitch natürlich. Ja eh, aber trotzdem irgendwie. Ja, All Glitch, ja. Der schnellste All Boss Run geht bis über eine Stunde, glaube ich. Ja, genau. Moin. Aber da verwenden sie diesen großartigen Glitch, wo du das Moveset. Wo du das Moveset von einer Waffe, von einer anderen Waffe verwenden kannst. Und benutzen, ich glaube, das Moveset Mailbreaker auf dem Drachenzahn. Ja. Du hast dann halt eine Running Attack, eine Buff Stabs, mit der Most Damage Waffe, die so existiert, dem Drachenzahn, weil das Ding halt ultra slow ist und ultra viel Stärke braucht. Sie macht halt richtig Damage. Aber wenn du den Damage halt auf schnellen Moveset hast, das ist halt disgusting as fuck. Das ist genau das, was wir haben, oder? Ich weiß gar nicht, was der schnellste komplett Glitch in letzter Run ist. Da müssen wir halt wirklich nach Blightdown gehen und können nicht einfach den Barrel Roll quer runter machen. Das ist immer das Ehrenhafteste, wenn man sich sowas anschaut. Wenn die Leute einfach. Flytown Barrel. Ich kann nicht noch mehr. Das wird lustig. Die rollen da halt legit von ganz oben, ganz runter und quitten zwischendurch mal raus und eine Fallschale. Ach. Wahrscheinlich. Ich hab gerade richtig interessant aussehende Schuldkrieg. Als nächstes erzählst du mir, du kennst den Sense Fortress Skip, nicht? Boah. Du kannst in Sense Fortress rein, ohne ich die Glocken zu läuten. Ich kann nicht noch mehr tragen. Was? Nehme ich in den... zwischen Sense Fortress tragen. Und dem Gargoyles da ist ja so eine Stiege. Wenn du auf der Stiege in eine Backstep oder Parry Animation kommst, auf den Gegner, tragen. Also eine Kill Animation, dann bleibst du stuck in der Ansicht, wodurch die Tore von Sense Fortress nicht laden. Wahrscheinlich. Dann rennst du durch, ohne was zu sehen die meiste Zeit. Dann reloadest du und dann bist du in Sense Fortress. Ich glaube, das gleiche geht irgendwie für das große Tor in Anor Londo. Ja, kommt doch sowas. Aber in nicht alle Bosse gibt's einen ruden Trick. Du kannst dich von. Ich glaube, nach Artorias kannst du dich zu Gwyn porten mit irgendeinem falschen Load oder so. Irgendwas Weirdes. Auf jeden Fall kannst du dich da direkt zu Gwyn porten, ohne die große Seele sammeln zu müssen. Okay. Wie brauchst du den da? Der ist sick. Guck mir halt vor. Alter. Otherwise. Ja, so viel Geld ausgeben für das Doom-Shirt. What? Bist du durch?
Nein, bin nicht durch. Ja, dann komm her. Ich hab so viel Geld für das Doom-Schild ausgegeben. Hab aber jetzt eins, das was einfach besser ist. Einfach am Boden aufgeklaubt. Das ist halt nur für Paladin. Deshalb ist das halt auch so gut. Lol, wie schaut denn das aus dann? Irgendwie kommt vor, man kriegt aber in der Dungeon ziemlich guten Loot. Aber vielleicht da ist das nur gerade irgendwie. Ich glaube, wir haben es. Namen dazu. Zur Bosskiste durchstehen. Ja, der Boss und die Bosskiste gibt immer nicht so schlecht. Ja. Also wenn da rechts jetzt nichts ist, dann haben wir alles. Ja, wir haben alles. Lol. Mhm. Wollen wir noch zurückgehen zu der Dungeon des Speedrunner oder nicht? Nein. Nein, jetzt haben wir es eh schon geskippt, gell. Wo war denn da jetzt der Durchgang schlussendlich? Hast du es noch? Da oben, oder? Ja. Wir müssen ja zum Vipern-Tempel. Viper, Viper. Bin ziemlich sicher, dass er da ist. Der Star der Schlangen. Muss er sein. Ich habe ja ein Schlangenwappenschild. Perfekt. Basilika Giftresistent. Das ist sicher nicht der Tempel reingegangen. Oder? Das ist schnell gegangen. Ein Tempel. Gehen wir da rein? Oder ist da schon Sackgasse überall? Da? Wahrscheinlich! Ja, irgendwie schon, ja. Ja, perfekt. Kann mit einem guten Gewissen einigen. Möge mich das Licht an diesem verfluchten Ort leiten. Müssen wir mal die Sonnenfinsternis da mal in den Griff kriegen. Es war echt klar, dass du wohl nur Cassiopeia sind, oder meine. Wenn die uns jetzt zum Schluss noch versteinern, dann. Ja, moin. Es gibt halt auch drei Wege. Oh ne, oh ne. Holy. Gott sei Dank habe ich ein Amulett an oder so, dass ich 25% schneller den Giftbuff weg habe. Debufft. Kurzzeitig habe ich den Akt zwar voll schwierig gefunden. Jetzt, wo wir jetzt mal wieder ein bisschen equipped gekriegt haben, geht es wieder ziemlich gut. Ah, der Heal hat uns rausgerissen. Ich bin überladen. Oha, die sind rot. Salamander. Feuer Salamander. Sackgasse. Moin. Was ist da von rechts schon? Jo.
Ja, auf alle vor die Tür hinstellen, sie wissen ganz genau, dass wir kommen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Immer einen guten Ring. Plus 2 Energie. Awaken to Ring. Das gibt halt Mana oder so. Mhm. Es ist noch der letzte Gang da. Es wird schon wieder immer wärmer. Der ist einfach durch die Tür gegangen. Alles klar. Der Reporter-Bug. Da. Salamander geht durch die Tür. I can't. Can't play this game anymore, schreibe ich nicht. Es gibt überhaupt keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe, aber. Ah, du ja da nicht umsonst Beta testen, oder? Warum ist denn der auf einmal umgefallen da? Der ist uns angeschossen. Ja. Das ist aber so praktisch, der Philips gebracht, aber nie mehr Heal schreien. Ich war vom Bärma Heal. Das ist auch das Angenehmste, was ich in jenem Rollenspiel, sag ich jetzt mal, gesehen habe. Ja. Stell dir vor, ich hätte meine ganzen Skillpunkte aufgehalten, ob ich denn. Da gehst du nicht durch. Schade nicht. Alter, das stirbt alles schnell. Hey, wie machen die das dann auf Internet? Sag mir das einmal. Die haben ja nicht einmal gescheit heint. Wenn ein Popo auf sich zu töten. An Fullmond machen sie einfach. Wären wir gleich da oben gegangen? Hä? What? Wait a minute! Was sehen wir? Ich check's gerade wirklich nicht. Was? Danke fürs Zuschauen. Falls euch Diablo 2 gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Servus!